Hallo und willkommen zu meinem neuen Vollmond-Orakel. Ich habe für dieses Mal die Orakel nicht als Auswahl-Orakel vorbereitet, sondern als Elemente-Orakel. Das heißt, dieses Video richtet sich jetzt an alle Erdelemente, das heißt Stier, Jungfrau und Steinbock. Ich habe die Karten schon vorgemischt und wir schauen einfach mal rein, was die Vollmond-Energie so mit sich bringt, wie du es nutzen kannst, welche Aufgabe sich da vielleicht stellt, die du für dich nutzen kannst, um in deiner Situation positive Ereignisse anzuziehen, dein Leben zu optimieren und die Energien einfach optimal für dich nutzen kannst. Und deswegen starten wir doch direkt mal. Ich habe 6 Lenormand-Karten gezogen. Ich zeige sie einmal rein. Wir haben einmal den Herrn, der repräsentiert deine Energie. Das heißt, du bist jetzt oder kommst in die Energie des Machertypen, die starke männliche Energie, dass du aktiv wirst, du gehst raus, du setzt Dinge um und die kannst du sehr gut für dich nutzen. Dann haben wir noch den Ring. Das bedeutet, genau, dass du hier vielleicht ein bisschen verbindlicher wirst und schaust, wo warst du vielleicht in letzter Zeit nicht ganz so verbindlich, was hast du vielleicht ein bisschen schleifen lassen, wo ja, kannst du da wieder ein bisschen mehr in den Flow kommen. Als drittes haben wir die Störche und das repräsentiert dich jetzt gerade so ein bisschen. Das heißt, du bist wahrscheinlich so ein bisschen in der Veränderungsenergie. Du möchtest etwas ändern, dir ist es bewusst geworden, dass irgendwas vielleicht nicht ganz so harmoniert oder in irgendeinem Bereich suchst du eine Veränderung. Das kann jetzt im Job sein, in einer Beziehung, in deinem Wohnort oder wo auch immer. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Energie mit dieser Macherenergie, der Verbindlichkeit, diese Veränderung. Habe ich das Gefühl, dass das, was auch immer du jetzt gerade ändern möchtest, dass das ziemlich gut steht, die Chancen für dich. Und als nächstes haben wir auch den Park. Das ist quasi jetzt so deine Aufgabe, dass du da ein bisschen mehr rausgehst unter Leute, dich ein bisschen mehr connectest und das passt dann auch zu dem Ring. Diese Verbindungen eingehen. Ich glaube, die nächste Zeit wird sehr gut für dich sein, neue Menschen kennenzulernen, die dir auf deinem Weg sehr nützlich sein können. Je nachdem, in welcher Situation du gerade steckst, wo gerade so dein Struggle ist, sage ich mal. Sei es jetzt im Beruf, dass du Menschen kennenlernst, die vielleicht dich mit einem neuen Arbeitgeber connecten können oder vielleicht lernst du Menschen kennen, wenn du in deiner Liebessituation irgendwas ändern möchtest, dass du vielleicht dort neue Leute kennenlernst und da einfach eine ganz neue Connection aufbaust oder auch im Freundeskreis und da kannst du einfach mal schauen, es sind ja unterschiedliche Menschen hier, die aktiv sind, sich zusammentun, vielleicht möchtest du auch ein neues Hobby starten, irgendwas, worüber du schon länger nachdenkst, dann stehen jetzt die Chancen und Energien sehr gut, dass du da was findest, was du auch langfristig mit dem Ring hier umsetzt, was dir auch langfristig eine positive Veränderung bringt. Und dann kannst du einfach mal nicht reinspüren, was das für dich sein könnte, vielleicht im sportlichen Bereich oder auch musikalisch oder ja, vielleicht auch irgendwas Kreatives. Und dass du da mal schaust, was es in deiner Umgebung gibt, wo du dich connecten könntest und da einfach mal rausgehst. Und da haben wir hier als nächstes auch den Anker. Das deutet auf eine berufliche Situation hin. Deswegen, falls du jetzt nicht so zufrieden bist in deinem Job, stehen hier die Chancen wirklich gut, dass du langfristig aus einem schlechten oder negativen Zyklus rauskommst und da jetzt deine Situation zum Positiven verändern kannst. Falls du in deinem Job zufrieden bist, kann der Anker jetzt auch darstellen, dass du irgendwo ja wahrscheinlich dich noch nicht ganz so angekommen fühlst. Das kann jetzt von deinem Wohnort sein. Vielleicht möchtest du umziehen, vielleicht möchtest du in ein ganz neues Land, in eine neue Stadt und hast da vielleicht das Bedürfnis, dich irgendwie angekommen zu fühlen. Und auch dann gilt das Gleiche, dich einfach mit anderen Menschen zu connecten, einfach mal zu schauen, was gibt es noch, wo kann ich hin, wo resoniere ich mit den Menschen, wer ist auf meiner Wellenlänge, dass du dich da auch mehr mit diesen Menschen connectest, dass du automatisch dann in diesen Bereich kommst, wo du dann auch das Gefühl hast, dass du angekommen bist. Und die letzte Lenormand-Karte ist nämlich der Turm, der jetzt auch anzeigt, was du optimieren kannst. Und in dieser Kombination macht es dann auch Sinn,
dass du dich vielleicht in letzter Zeit ein bisschen zu sehr isoliert hast, ein bisschen zu sehr rückgezogen hast. Und da passt es ja dann auch mit dem Park, dass du da wieder ein bisschen aus dir rauskommst und schaust, dass du wieder unter Leute kommst, dass du dich connectest. Weil wenn wir zu lange im Rückzug sind, das kann auch mal gut sein, um sich selbst zu reflektieren und zu gucken, was stimmt gerade vielleicht nicht so in meinem Leben oder was möchte ich verändern. Aber mit den Störchen, die Veränderung, habe ich das Gefühl, dass du das gemacht hast und dass du weißt, wo du jetzt gerade unzufrieden bist. Und genau, ich habe zusätzlich noch drei, beziehungsweise es sind drei Orakelkarten rausgekommen. Aus dem Mondorakel, da haben wir hier einmal das Vergnügen, was natürlich auch super zu dem Park passt und wieder rauskommen unter Leuten, tu das, wo du gerade Lust hast, irgendwie aus dir rauszukommen. Was bringt deine Seele einfach wieder zum Strahlen, wo du das Gefühl hast, ich bin wieder lebendig und das macht mir Freude. Genau, und da haben wir nämlich auch die Anziehungskraft und wenn du nämlich genau in dieser Energie bist, ziehst du automatisch das an, was du eigentlich gerade suchst oder was du dir wünschst. Weil wenn wir uns zu sehr zurückziehen, zu sehr isolieren, haben wir ja quasi auch so eine Schutzschicht, da kommt ja auch keiner an uns ran. Und das ist mal für den Zeitraum ganz gut, aber jetzt geht es darum, wieder ins Leben sich zu stürzen, zu gucken, wer passt zu mir und einfach wieder der Freude, dem Herzen folgen und vielleicht auch das innere Kind ein bisschen rauslassen, zu gucken, was macht mir eigentlich Freude. Und dann kommen automatisch die Situationen oder Menschen in dein Leben, die dich dann auf deinem weiteren Weg unterstützen und dich dann auch dahin führen, auf deinen richtigen Lebensweg, dass du da wieder voll und ganz in der Freude bist. Hier haben wir nämlich noch die Selbstreflexion, wie ich schon gesagt habe. Die Zeit ist jetzt vorbei, du hast genug selbst reflektiert, du weißt, wo du unzufrieden bist in deinem Leben, du weißt, dass du etwas ändern möchtest und wie gesagt, die Zeichen stehen sehr gut, dass sich hier positive Dinge verändern werden und die Vollmondenergie bringt dir jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, wieder voll und ganz in deine Macherenergie zu kommen, ins Handeln zu kommen und loszugehen und wenn du da einfach auf dein Herz schaust und guckst, was würde mich denn jetzt gerade glücklich machen? Wenn du alle Möglichkeiten hättest, was würdest du jetzt machen? Du denkst, da habe ich jetzt richtig Lust drauf, das würde mir Spaß machen und da kann ich voll und ganz ich selbst sein. Dass du den Dingen gerade mal folgst und dann wirst du sehen, wenn du wieder in deiner Lebensfreude bist, ziehst du automatisch die Menschen und Situationen an, die dich dann auf deinem Weg unterstützen und dann gehst du auch komplett raus aus dieser Rückzugsenergie. Und findest dann am Ende deinen Hafen, sage ich mal, wo du wieder dich angekommen fühlst und wieder so ein bisschen in die Harmonie kommst. Ja, und diese Zeit des, ja, dieses Alleinsein habe ich hier ganz stark. Und irgendwie auf der Suche sein, ne? Nach einer Verbesserung. Ich schaue mal, ob es hier noch eine Zusatzbotschaft gibt. Und ansonsten denke ich, ups, haben wir die Sanduhr. Genau, die Zeit läuft ab. Ich glaube, das passt auch ganz gut. Du warst jetzt zu lange im Rückzug und jetzt ist es wirklich Zeit, in die Aktion zu gehen. Vielleicht warst du auch zu lange ja in der Sinnlosigkeit. Ich weiß nicht, was passiert ist, dass dir so ein bisschen die Motivation genommen hat, dass du da vielleicht auch ein bisschen stagniert bist. Aber die Zeit ist jetzt definitiv vorbei und nutzt die Zeit. Werde aktiv, such dir ein neues Hobby, such dir Menschen, die dich da auf deinem Weg unterstützen, die dir wieder so ein bisschen mehr Lebensfreude geben und das Leben wartet auf dich. Und es sieht nach wirklich positiven Veränderungen aus. Und deswegen lass die Zeit nicht länger verstreichen. Vergebliches Warten, die Zeit läuft ab. Aussichtslosigkeit, Erfolglosigkeit, die Zeit ist vorbei und jetzt geht's ins Tun. Schmeiß dich ins Leben und genieße es. Ich hoffe, du gehst damit in Resonanz. Ansonsten ist es nicht deine Legung gewesen. Schau vielleicht sonst mal in deinen Aszendenten rein. Vielleicht gibt es da noch eine andere Information für dich, die vielleicht mehr mit dir in Resonanz geht. Und ansonsten freue ich mich über deine Kommentare, übers Liken und über dein Abo. Bis zum nächsten Mal.